Wir katapultieren Sie ins Wochenende damit. Herzlich willkommen bei Ron. Wir haben jetzt 30 Minuten Informationen. Marcel Schreiner hat die Sendung zusammengebaut. So voll. Sag kurz, was wir haben. Ich gehe vor. Genau, so ist es. Wir haben schwimmende Kinder, so rum, und einen sehr sportlichen Hund. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Freizeit-Action. Und zuvor gibt es noch mal die tägliche Dosis an Politik und Wirtschaft. Das alles jetzt für Sie. Naja, da kommt man auch recht schnell ins Schwimmen. Aber starten wir erstmal mit dem Blick auf die Hotel- und Gastrobranche. Immerhin, der Trend stimmt. Seit Juni geht der Umsatz nach oben. Allerdings muss man dann auch sagen, man ist immer noch weit weg entfernt vom Vorkrisenniveau, wie Max Peter berichtet. Schwere Monate liegen hinter Julian Blehm. Aufgrund der Corona-Pandemie sind im ersten Halbjahr 2021 weitaus weniger Gäste in seiner Villa Benz Hotel Garni in Schwetzingen gekommen als noch vor Pandemiezeiten. Die Einnahmen sind natürlich durch alles wegfallende Konzerte, hier der Hockenheimring, total eingebrochen. Dadurch waren halt unsere Hilfsmittel erstmal begrenzt. Wir mussten natürlich unsere Rücklagen angreifen. Die Lage in der Hotel- und Gastronomiebranche scheint laut Zwischenbilanz des Statistischen Bundesamtes dramatisch zu sein. Im ersten Halbjahr 2021 haben Hotels und Restaurants in Deutschland noch einmal 38% weniger Umsatz gemacht als 2020. Dabei war das vergangene Jahr schon von historischen Einnahmeverlusten betroffen. Die Zahlen verdeutlichen die verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Gastgewerbe. Seit Pandemiebeginn im März 2020 bis Mai 2021 befand sich unsere Branche insgesamt 9 Monate im Lockdown. Die Politik ist gefordert, die dauerhafte Öffnung aller Betriebe sicherzustellen. Einen erneuten Lockdown darf es nicht geben. Unternehmer wie Mitarbeiter brauchen endlich verlässliche Zukunftsperspektiven. Eine Zukunftsperspektive braucht auch Julian Blehm. Zwar wurden 70% des Umsatzes vom Staat als Überbrückungshilfe gezahlt, das reicht aber offenbar trotz geringer Lohnkosten und Co. noch lange nicht aus. Wenn man das vergleicht, was normal jetzt der Umsatz gewesen wäre, wenn alles stattgefunden wäre, ist es natürlich nur ein Bruchteil. Also man konnte einiges auffangen, trotzdem musste man auch die Rücklagen angreifen. Besonders betroffen von den Umsatzeinbußen Hotels in Städten. Die Politik bleibt weiterhin gefragt. Von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht mehr an die Basis gehen, auch mal an die kleinen Unternehmen, denen mehr unter die Arme greifen. Das große Problem ist ja jetzt nicht unbedingt, dass die Leute nicht zurückkommen, sondern das Personalmangel, wie man weiß, in der Gastronomie, Hotellerie überall groß ist und vielleicht, dass da mal etwas nachgestellt wird und beziehungsweise an der Basis nachgefragt wird. Die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Juni 2020 ist im Gastgewerbe allein in Baden-Württemberg um bis zu 7,3% gesunken. Ein erschreckender Wert. Doch es gibt auch einen Lichtblick. Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen haben seit Juni die Geschäfte von Hoteliers und Gastwirten in Baden-Württemberg wieder um bis zu 10% angekurbelt. Zwar sei die Branche laut Statistischem Landesamt noch weit entfernt von Vorkrisenniveau, doch der Weg in die richtige Richtung ist damit hoffentlich geebnet. Über diesen Status der Branche hat Max Peter mit dem FDP-Generalsekretär Volker Wissing in Heidelberg gesprochen. Mit Volker Wissing stehe ich im Q-Hotel in Heidelberg in der Bahnstadt hier. Herr Wissing, wie wichtig ist es jetzt gerade auch im Wahlkampf, diese Branchen, Hotellerie und auch Gastronomie, so ein bisschen auch in Fokus zu rücken? Denn die haben doch schon unter der Corona-Pandemie sehr, sehr gelitten. Hotellerie und Gastronomie haben extrem gelitten und sie sind sehr wichtig, weil sie nicht nur für uns in der Freizeit eine wichtige Rolle spielen, sondern eben auch für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Und die Hotellerie und Gastronomie hatte erhebliche Schwierigkeiten schon vor der Pandemie, was Fachkräfte angeht. Und jede Lockdown, jede Schließung, jede Maßnahme hat die Bindungen zum Fachpersonal gelockert. Und viele sind auch abgesprungen. Das ist ein Problem. Und deswegen brauchen wir ja so schnell wie möglich eine neue Normalität. Ja, viele Betreiber, Sie haben es angesprochen, die ja bemängeln so ein bisschen auch, dass die Politik nicht zu nah an den kleinen Unternehmen, an der Basis tatsächlich ist. Fachkräftemangel, das ist ein ganz großes Thema, was uns auch noch nach den Lockdown-Zeiten wirklich beschäftigen wird. Wie will die Politik diesen Menschen, diesen Unternehmern so ein bisschen die Sorge nehmen und sagen, wir sind auch noch da für euch, auch in diesen schweren Zeiten, auch hinsichtlich Fachkräftemangel? Für die Freien Demokraten ist der Mittelstand mit das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wir dürfen nicht nur über die Großen, sondern wir müssen auch über die vielen kleinen mittelständischen Betriebe reden. Sie sind Arbeitgeber in der Fläche.
Und deswegen kommt für uns auch eine Steuererhöhung für den Mittelstand nicht in Betracht, wie SPD und Grüne das vorschlagen. Denn in Wahrheit ist ja die Erhöhung der Einkommensteuer eine Erhöhung der Unternehmenssteuer für mittelständische Wirtschaft. Das darf man jetzt nicht machen, denn die Wirtschaft hat genug gelitten unter der Pandemie. Und Hotellerie und Gastronomie sind wichtige Standortfaktoren. Das, was an Möglichkeiten entsteht oder entstanden ist in unserem Land in den letzten Jahren im Bereich der Genusswirtschaft, wenn ich das mal so sagen darf, ist eben ganz wichtig. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Betriebe wieder aus eigener Kraft heraus selbstständig wirtschaftlich erfolgreich sein können. Ein wichtiges Thema auch Modernisierungsschub für und in Deutschland. Was gehört da alles dazu, wenn es Richtung FDP geht? Wir müssen das Land modernisieren. Deutschland, das hat man in der Pandemie gesehen, ist in weiten Teilen ein rückständiges Land geworden. Die Digitalisierung wurde nicht frühzeitig in Angriff genommen. Dadurch konnten Wirtschaftshilfen nicht schnell ausbezahlt werden. Dadurch konnten die Infektionsketten nicht digital verfolgt werden. Die Vergabe und das Management von Impfterminen war schwierig und lief nur sehr schleppend an. All das sind Negativerlebnisse. Auch digitale Bildung hat nicht funktioniert. Und deswegen brauchen wir jetzt eine beherzte Regierung, die das Land nach vorne bringt. Das wollen wir unterstützen. Vielen Dank, Volker Wissing, für Ihre Zeit und alles Gute für Sie. Vielen Dank auch an Sie. Hunde können ein absoluter Wendepunkt im Leben sein, so wie bei Alex Nicht aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Er hat sich vor 9 Jahren Mojito, einen Border Collie, angeschafft oder auch Mo genannt. Und dann war es soweit. Schluss mit Rauchen und ab auf Wettkämpfe. Und das Highlight steht heute Abend an. Das Finale der RTL-Show Top Dog. Sarina Aschmann und Moritz Vogt haben ihn bzw. auch Mojito beim Training besucht. Mo ist auf jeden Fall ein sehr willensstarker Hund, der immer Bock hat zu arbeiten, der aber auch gerne mal übers Ziel hinausschießt, den man dann mal wieder ein bisschen einbremsen muss. Von sich aus würde er, glaube ich, selten aufhören mit dem Laufen und dem Trainieren. Hürdensprung, Parkourlauf und Fahrradfahren. Das steht momentan auf dem Trainingsplan von Border Collie Mojito und Herrchen Alex. 2 bis 3 Mal die Woche sind wir normalerweise bei der Sprungarbeit und im Sprungtraining beschäftigt. Und so 2 bis 3 Tage die Woche, wo wir Ausdauertraining machen. Wir gehen gemeinsam joggen, gemeinsam Fahrrad fahren. Und das aus gutem Grund. Denn Alex und sein Hund Mojito wollen bei der RTL-Show Top Dog Germany gewinnen. Wie kommt man dazu, bei so einer Show mitzumachen? Langeweile. Also es war im März noch so im Lockdown, dass einfach keinerlei Wettbewerbe stattfanden. Und wir sind wirklich Vollblutsportler und haben die letzten Jahre bis zu 70 Wettkämpfe im Jahr gemacht. Und da hatten wir einfach Lust, was zu tun. Und als wir das Angebot gesehen haben, dass da Kandidaten gesucht werden, haben wir gesagt, da machen wir mit. Auch wenn das Duo aus dem Rhein-Neckar-Kreis schon seit 8 Jahren trainiert und wirklich fit ist, mussten sie sich für die Show noch ein paar Übungen aneignen. Gegen Gegenstände schubsen oder auch Treppen laufen, also so Wendeltreppen und andere Skills, die da abgefragt wurden. Und das mussten wir tatsächlich ganz neu üben. Auch das Schwimmen war nicht so seine Sache. Wir haben da extra einen Schwimmkurs noch vorher gemacht, bei dem er das freie Schwimmen ohne mich gelernt hat. Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn mittlerweile stehen Alex und Mojito im Finale. Schon beim ersten Hindernislauf schaffen sie mit 1 Minute 21 die Spitzenzeit im Teilnehmerfeld und gehen mit den 5 weiteren schnellsten Teams ins Doghouse, einen noch kniffligeren Parcours. Auch diesen meistern Mojito und Alex ganz easy und lassen die Konkurrenz deutlich hinter sich. Wir haben jetzt wirklich hart gekämpft in der Vorrunde und waren da richtig erfolgreich, aber auch die anderen Teams sind so unfassbar stark, dass es richtig spannend wird im Finale. Sollten Sie die Siegprämie von 25.000 Euro bekommen, dann? Konkret wollten wir seinem Geburtsort eine Kleinigkeit spenden von der Siegprämie aus dem Finale und vielleicht auch für unseren Parcours hier ein paar Neuanschaffungen machen. Ob Mojito und Alex den Sieg bei der Show Top Dog schaffen, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL. Heute Abend auf jeden Fall mal schauen und wir wollen das Thema vertiefen mit Nadine Bien. Sie ist Trainerin in der Hundeschule Chico Rockt. Ja, Agility nennt man diese Form der Bewegung für Hunde. Was sind denn da genau die Vorteile, das zu machen?
Ja, es gibt viele Hunde, die sehr lauffreudig und springfreudig sind, die agil und flink sind. Und für die Hunde ist es natürlich eine schöne Auslastung. Sie können ganz viel springen, es kommt auf Stelligkeit an, es werden viele Wendungen gemacht. Und so kann man natürlich die Hunde in ihren Anlagen auch fördern und fordern und auch gut auslasten. Jetzt sagen Sie gerade ja auch, die Hunde in ihren Anlagen entsprechend fördern und fordern. Natürlich haben Hunde je nach Rasse auch unterschiedliche Anlagen. Ist denn dieses Agility-Training für jeden Hund geeignet? Generell kann man natürlich nicht sagen, dass das ein Hund nicht machen kann. Ganz, ganz wichtig ist beim Agility, dass die Hunde auf jeden Fall körperlich fit sind, weil das natürlich auch für den Bewegungsapparat schon auch Belastungen sind. Also heißt, die Hunde sollten auf jeden Fall gesund sein vom Bewegungsapparat her und man sollte das Ganze auch an die körperliche Fitness anpassen. Im Agility ist es halt ganz oft so, dass man meistens die Hunde sieht, von klein bis mittelgroß, häufig auch die Hütehunde wie Border Collies oder Australian Shepherds, kleine Terrier, belgische Schäferhunde, alle, die ganz flink und schnell unterwegs sind und daran Spaß haben. Jetzt stelle ich mir gerade mal unseren Hund früher vor, einen Bearded Collie, also der hätte, dem wäre das egal gegeben. Hier ist das Hindernis, komm, ist mir wurscht, ich trabe einfach gemütlich außen rum. Wenn man dann auch solche Charaktere hat, wie kann man denn trotzdem eine gute Bewegung in den Alltag von Hunden bringen? Auch Agility eignet sich dazu. Man kann ja auch ein Parcours so anpassen, dass das für einen Hund wiederum einfacher ist oder auch für große Rassen. Dann sind halt die Hürden nicht so hoch oder man macht es einfach vom Tempo her ein bisschen langsamer. Gibt übrigens auch das Pendant dazu, das heißt Degility. Da geht es eher um das Langsame und um die Koordination. Und das ist für jeden Hund geeignet, auch für alte Hunde oder Handicap-Hunde. Und super halt auch, um den Bewegungsapparat zu trainieren und die körperliche Fitness zu fördern und auch aufrechtzuerhalten für alte Hunde. Ja, ich glaube, das wäre dann eher was für den gewesen. Sind das auch so Sachen, die man ganz gut dann vielleicht in der eigenen Wohnung oder im eigenen Garten zumindest machen kann? Ja klar, es gibt ganz viele, die machen Home Agility sozusagen, unter Stühlen durchkrabbeln, über Stühle drüber, eine Bank umlegen. Manche haben auch Tunnel und Hürden zu Hause oder man kann das auch beim Spaziergang unterwegs machen im Wald, über Baumstämme, dass man jetzt gar nicht irgendwie auf einen Hundeplatz geht oder so, sondern dass man es einfach unterwegs, ja, wie es zeitlich passt und für die Hunde auch passend ist, einbaut. Praktische Tipps für Hund, Herrchen und Frauchen Nadine Bienen. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und damit nochmal der Hinweis, heute Abend 20.15 Uhr Top Talk auf RTL. Schauen und Daumen drücken. Jetzt gibt es weitere Nachrichten im Überblick von Lydia Gleich und Melanie Pfeilschifter. Millioneninvestment. Der Spezialchemiekonzern Lanxess baut seine Produktionskapazitäten für Schmierstoffe am Standort Mannheim um mehrere Kilotonnen aus. In den Anlageausbau investiert das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag. Ab 2023 soll die gestiegene Nachfrage für Hochdruckadditive wie Schmierstoffe für die Metallverarbeitung bedient werden. Durch den Kapazitätenausbau soll sowohl die führende Marktposition gestärkt als auch globale Wachstumschancen ergriffen werden. Corona-Update. In Rheinland-Pfalz ist der Corona-Inzidenzwert auf 43,4 angestiegen. Die Domstadt Speyer liegt laut dem Landesuntersuchungsamt bei einem Wert von 57,4 und der Landkreis Germersheim bei 77,5. Somit greifen dort neue Einschränkungen. In Speyer seit heute, in Germersheim bereits seit dem 15. August. So dürfen an Veranstaltungen im Innenbereich höchstens 350 Personen teilnehmen. Im Außenbereich sind 500 Personen zulässig. Außerdem plant das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises auf dem Festplatz in Schifferstadt und am Klinikum Ludwigshafen Einrichtungen für PCR-Tests zu eröffnen. Armut bekämpfen. Die baden-württembergischen Spitzenkandidaten der Partei Die Linke, Bernd Rieksinger und Gökay Akbulut, stellen ihre Wahlkampfziele zur diesjährigen Bundestagswahl vor. Priorität haben Klima- und Steuerpolitik sowie sozialpolitische Forderungen. Die Mannheimerin Akbulut stellte Pläne zur Armutsbekämpfung vor. Kinderarmut sei ein besonders wichtiges Thema in Baden-Württemberg. Um dagegen vorzugehen, soll es eine Kindergrundsicherung für jedes Kind bis 18 Jahren geben. Kinder und Jugendliche sollen außerdem den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen dürfen. Weitere Streiks. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer kündigt weitere Arbeitskämpfe an. Im Güterverkehr wird ab morgen Abend, im Personenverkehr ab Montagmorgen gestreikt.
Die Deutsche Bahn habe nach den letzten Streiks nicht eingelenkt und die Forderungen der GDL weiter ignoriert. Die Gewerkschaft fordert ein erhöhtes Einkommen, einen Schutz der Betriebsrente, eine Corona-Prämie sowie verbesserte Arbeitszeiten und Tarifverträge für die gesamte Infrastruktur. Die Streiks sollen bis Mittwoch andauern. Die Schwimmpausen, die durch die Corona-Pandemie kamen, trafen vor allem die Kinder hart. Nicht allein wegen des Wegfallens des Schwimmspaßes, sondern eben auch wegen des Wegfallens der Möglichkeiten, diese Fähigkeit zu erlernen. Gut, dass es nun entsprechende Angebote gibt, wie beispielsweise im Mannheimer Herzogenriedbad. Und welche ich meine, das zeigt Ihnen Philipp Köhl. Endlich wieder das kühlende Wasser im Becken genießen und dazu auch noch schwimmen lernen. Das war für viele Kinder wegen Corona in den vergangenen Monaten leider nicht möglich. Der Rhein-Neckar-Schwimm- und Sportverein hat sich deswegen in Kooperation mit der Stadt Mannheim ein besonderes Projekt ausgedacht. Über insgesamt 3 Wochen können Kinder hier das Schwimmen lernen oder ihre bereits vorhandenen Kenntnisse weiter festigen. Der Andrang war entsprechend groß. Mannheim hat tatsächlich das Problem, dass sie in verschiedenen Stadtteilen eine sehr, sehr hohe Nichtschwimmerquote haben. Gerade in der Grundschule, 3. Klasse, da gibt's Klassen, da sind 90% der Kinder, die noch nicht schwimmen können. Und das ist natürlich eine Situation, die langfristig nicht tragbar ist. Gerade auch mit den Badeunfällen, die wir jedes Jahr haben, ja, auch hier in Mannheim. Insgesamt gut 300 Kinder waren hier in den vergangenen Tagen aktiv. Von der Wassergewöhnung der 4- und 5-Jährigen bis hin zur Übung der klassischen Schwimmbewegungen für Anfänger oder die Abnahme des Seepferdchens war alles dabei. Und das muss es für Markus Schmidt und sein 5-köpfiges Schwimmlehrerteam auch sein. Dass die Kurse ausgerechnet in Mannheim angeboten werden, ist auch kein Zufall. Kostenlose Schwimmkurse sind natürlich immer der Knaller, aber dieses Jahr haben wir es natürlich noch mal verstärkt gemerkt durch Corona und auch die Nachfrage insgesamt nach Schwimmkursen ist enorm und sowohl die Eltern, aber auch die Kinder sind super dankbar. Als wir an Pfingsten dann zum ersten Mal wieder ins Wasser konnten, ihr hättet die Augen von den Kindern sehen sollen. Das Ziel ist es deshalb, langfristig viele sichere Schwimmer hervorzubringen. Mit jeder Menge Spaß und noch mehr Freude, versteht sich. Doch wie kann ich meinem Kind neben einem Kurs dennoch das Schwimmen beibringen? Wenn die Kinder schon vorher Kontakt mit dem Wasser hatten, dann sind sie natürlich auch gleichzeitig halt viel besser. Den Unterschied merkt man. So eine allgemeine Formel, wie man am besten Schwimmen beibringt, die gibt es so nicht. Also viel mit den Kindern ins Wasser gehen und dann läuft das Ganze von alleine. Am Ende gibt es zumindest hier im Mannheimer Herzogenriedbad sowieso nur Gewinner. Denn neben den absolvierten Seepferdchen oder anderen Auszeichnungen gab es auch für jedes teilnehmende Kind einen Lutscher. Und mit etwas Süßen, das wissen wir alle, ist der Badespaß gleich doppelt gelungen. Passend zum Badespaß gibt es gleich auch noch die Freizeit für Kinder. Das nach einer kurzen Pause, die reicht jetzt nicht, um schwimmen zu gehen, also bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Ron und unserer Rubrik Freizeit für Kinder. Mal wieder war unsere Kinderreporterin Nina Peters für Sie unterwegs gewesen. Diesmal in Weinheim. Moritz Voss und Sarina Aschmann haben Sie begleitet. www.deinefreizeit.com. Das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises macht Lust auf Ausflüge in unserer Heimat. Das schöne Städtchen Weinheim und mittendrin unsere Kinderreporterin Nina. Pressesprecher Roland Kern erwartet die Schülerin schon. Es geht auf Entdeckungstour durch die Stadt. Hallo. Hallo Nina, herzlich willkommen in Weinheim. Wir haben hier eine Weinheimer Altstadtrallye. Die beginnt hier am Museum. Dieses Museum war eigentlich früher, ist ja ein wunderschönes Haus, oder? War früher sogar ein Kloster. Hier hat ein Ritterorden drin gelebt, also wirklich Ritter im 11. Jahrhundert. Und hier beginnt diese Rallye und die führt uns durch die ganze Stadt. Mit einem Stadtplan und Fragebogen im Gepäck kann die Weinheimer Stadtrallye starten. Die Weinheimer Kinderrallye kann jedes Kind machen. Wir haben das im Internet zur Verfügung gestellt auf weinheim.de. Aber kann jeder in die Touristinfo kommen, die direkt am Marktplatz liegt, kann sich gewissermaßen seinen Tourplan, seinen Rallyeplan abholen. Und dann ist es eine Wissensrallye durch die Stadt, kindgerecht natürlich, spielerisch aufgebaut, auch sehr kompakt gehalten. Also jedes Kind mit seinen Eltern kann hier im Umkreis von 100, 105, vielleicht 200 Metern die Sehenswürdigkeiten ablaufen. 12 Stationen beinhaltet die Rallye. Durch das Rätsel erfährt man, was hinter den Sehenswürdigkeiten steckt. Das Gute, die Tour durch die Stadt Weinheim ist kostenlos. Hier steht's dann, ja, Gerberbachviertel. Das heißt, das muss dann die Gerberei sein. Und weiter geht die Erkundungstour.
Das Erdgeschoss des des 1557 als Kaufhaus errichteten Gebäudes war ursprünglich eine offene Halle. 1752 bis 1926 diente das Gebäude als Rathaus. Auch die Natur spielt hier natürlich eine Rolle. Und davon hat der Schlossgarten einiges zu bieten, unter anderem uralte Bäume. Ein würdiges Ende der Rallye. Zeit für ein Resümee zum ersten Freizeittipp für Kinder in Weinheim. Ich fand die kleinen Gassen voll hübsch in der Stadt. Und ich fand die Stadt an sich sehr hübsch. Und durch die Rallye hat man die ja besser gesehen. Und das fand ich total toll. Weiter geht's zur nächsten Station. Und es bleibt naturnah. Der Exotenwald Weinheim. Ein künstlich angelegter Wald, in dem es viele exotische Bäume gibt. Und einen Spielplatz, den Nina erstmal ausprobiert. Nach einer Kletterpartie geht es weiter in den Wald hinein. Hier stehen riesige Mammutbäume und die fühlen sich irgendwie anders an als die Bäume, die Nina kennt. Das fühlt sich, wenn man so gegendrückt, irgendwie ein bisschen auch an wie Knete. Der Exotenwald wurde 1873 angelegt von Christian Freiherr von Bergheim, der auch auf dem Schloss gewohnt hat. Der hatte das Hobby, von fernen Reisen exotische Setzlinge mitzubringen und hat sich einen Exotenwald angelegt. Heute ist er der größte in Europa. Über 200 verschiedene Baumsorten kann man hier entdecken. Es gibt geheimnisvolle Pfade hier im Weinheimer Exotenwald, die historisch belegt sind, dass da früher Räuber geflüchtet sind. Es gibt auch Räuberhöhlen, die man sich anschauen kann. Auf einmal werden sie schauen, wo kommt denn hier der Kakaoduft her? Das ist der Katsura-Baum aus Japan, der nach Schokolade riecht. Das sind also kleine Abenteuer hier im Wald, die sie mit allen Sinnen erleben können, die Kinder. Ein absolutes Highlight hier für Groß und Klein ist die Kneippanlage. Erstmal Schuhe und Strümpfe aus und rein ins eiskalte Wasser. Es wird so kalt. Die Schülerin ist tapfer und läuft eine ganze Runde. Besonders gut ist das Kneipen zur Behandlung von Krampfadern und Migräne. Und es soll das Immunsystem stärken. Und jetzt, diesmal gemeinsam mit Roland, die Arme ins Wasserbecken halten. Genau, und dann da 20 Sekunden halten. Und man sagt, das ist morgens, wenn man das morgens macht, so erfrischend wie eine Tasse Kaffee. Und Nina, wie gefällt dir das Kneipen? Ich finde es angenehmer als das Kneippbecken. Ah, wie man sieht, kriege ich schon Gänsehaut. Letzte Station, die Burg Windeck. Hier stehen auch die Gryffelo-Figuren aus Holz. Nina ist begeistert. Also der Weg geht ja direkt durchs Gerberbachviertel, hier in Richtung Burgruine Windeck. Und auf dem Weg steht auf einmal das Gryffelo-Monster mit der berühmten Maus. Das hat den Hintergrund, dass bei uns der Belz Verlag sitzt, der die Literaturrechte hat für den Gryffelo, für die Gryffelo-Literatur. Wenn man hier weiter dann zur Burgruine geht, gibt es in der Tat eine kleine Eisenklappe. Dahinter verbirgt sich ein Geheimgang, der, wenn er geöffnet wäre, der ist natürlich nicht geöffnet, im Brunnenschacht im Innenhof der Burgruine endet. Bei Führungen wird der Geheimgang aber geöffnet. Und man kann auf die Burg hochsteigen. Hier hat man einen tollen Blick auf die Stadt Weinheim und auf die ganze Metropolregion. Nach all diesen Eindrücken bekommt Nina mächtig Hunger. Zum Glück gibt es auf der Burg auch etwas zu essen. Guten Appetit! Wir sagen danke Nina für die Tour durch Weinheim. Nächste Woche erwarten Sie wieder tolle Kinderfreizeittipps in der Ronn-Region. Weitere Ausflugstipps gibt's auf www.deinefreizeit.com. Das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises. Und das Gute ist, wenn Sie sich was vornehmen, das Wetter spielt auch noch mit. Hier sind die Aussichten. Wir haben Glück. Der schönste Tag der Woche fällt genau auf den Samstag. Uns erwartet trockenes und überwiegend sonniges Wetter. Über die Mittagszeit können mal ein paar kleine Wolken durchziehen, aber der Abend, der lädt definitiv zum Grillen und Draußensitzen ein. Denn die Temperaturen spielen nämlich auch mit. Die Höchstwerte erreichen sommerlich warme 26 bis 28 Grad und selbst um 8 Uhr abends sind wir immer noch bei knapp 25 Grad. Also nicht so heiß, sondern gerade richtig. Dann heißt es aber auch schon wieder Abschied nehmen vom kleinen Sommer. Am Sonntag ziehen kräftige Schauer und Gewitter über uns hinweg, anschließend wird es deutlich kühler. Die Schauer lassen aber spätestens am Dienstag überall wieder nach. Tatsache, das war es jetzt auch schon von uns gewesen für diese Woche. Montag sehen wir uns dann wieder. Was machen wir dann am Wochenende? Ja, Füße hochlegen würde ich sagen erstmal. Füße hoch, Wochenende. So kann man es auch irgendwie rumdrehen.
Exotenwald, wirklich. Lohnt sich total. Also ich bin da auch immer mal wieder gerne. Das Kneippbecken, ja, da auch schon durchgewartet. Aber ich finde es nach wie vor faszinierend, die Mammutbäume. Also das ist für mich auch irgendwie so einer dieser Superlative hier bei uns in der Metropolregion. Stehst du da vor einem solchen Stamm? Absolut. Komm, ich umarme dich. Ach nee, doch. Schöne Natur hier, muss man echt sagen. Ja. Gerade auch Weinheim, ja. Lohnt sich. Also, in dem Sinne, machen Sie was aus dem Wochenende. Wie gesagt, Wetter spielt mit. Ihnen eine gute Zeit und dann bis Montag wieder. Ciao, ciao. Tschüss.